Moin, liebe Kommandofreunde, wir melden uns mal aus der Kommandozentrale. Heute mal Kommandozentrale Dortmund. Ja, richtig. Wie geil ist das, ne? Wir hängen hier mal zusammen ab und der Grund, warum wir heute uns bei euch melden, ist, dass wir die Lootbox auf Wanderschaft bekommen haben. Das ist auch der Grund, warum du hier bist. Nur deswegen bist du hier hingekommen. Ja. Genau. Und wir haben die Box ausgepackt und ausgeräumt und geplündert. Und vorab sei gesagt, ich habe gar nichts aus der Box genommen, aber du. Ich habe. Und was? Sachen habe ich genommen, ja. Das zeigen wir euch gleich. Zeig mal, Alter. Jo, was haben wir denn da? Also als erstes habe ich ein Neo Geo Pocket Color Plus Game mir geholt. Ja, und zwar Neo Geo Pocket Cup 98. Ein ja, japanisches Fußballspiel für Neo Geo Pocket. Warum denn nicht, ne? Ja, warum nicht? Ich meine, wann findet man mal Neo Geo Pocket Games in einer Lootbox auf Wanderschaft? Ja, genau deswegen habe ich das auch genommen. Zustand der OVP passt. Und das Einzige hier, es ist halt kein Modulschutzhüllen-Dingsbums dabei. Genau, deswegen flattert hier das hier so ein bisschen lose hin und her, aber ansonsten hat das halt gepasst. Fand ich eine schöne Obskurität aus diesem Tauschpaket und deswegen habe ich gedacht, das nehme ich doch mal gerne. Bevor du das nächste Dings ziehst, einmal ganz kurz vielleicht zur Background-Geschichte. Die Lootbox auf Wanderschaft, das ist eine Community-Aktion, die der Bernie81 ins Leben gerufen hat. Ganz genau. Dem müssen wir vielleicht mal Danke sagen, weil der hat das ja Ganze gestartet quasi. Ne? Und wir haben die Lootbox vom Jansel, vom Raketen-Jansel bekommen. Und ja, wir suchen uns jetzt den nächsten aus. Das machen wir auch gleich. Und ja, das Ding ist, die Lootbox ist voll mit Loot. Bernie81 hat da ordentlich reingesemmelt und ja, man darf sich eben was rausnehmen, was man möchte eigentlich und Sachen so ungefähr im gleichen Wert wieder reintun. Das hat dazu geführt, dass diese Lootbox ziemlich groß und schwer geworden ist, weil jeder irgendwie so ein bisschen mehr reingetan hat, als er rausnimmt. Und das nur mal so kurz als Background. So, weiter geht's. Zwei Sachen hast du noch. Zwei Sachen habe ich noch und zwar einmal ein Steelbook für Dead Rising 4. Fand ich einfach interessant. Ich hatte ein ich sag mal, ohne jetzt, ich darf ja nicht verraten, was ich reingetan habe, aber einen gleichwertigen Artikel habe ich doppelt gehabt und deswegen habe ich gedacht, hey, dann tausche ich doch bei der Gelegenheit das gegen das Dead Rising 4 Steelbook, weil das habe ich halt noch nicht und ich fand's cool, von daher. Ja, du stehst ja auch so auf Steelbooks, hast ja auch ein paar in der Sammlung und genau. Da passt es doch eigentlich ganz gut rein. Genau. Nice! Und als letztes habe ich mir noch ausgesucht Valkyria Chronicles für die PS3. Ich hoffe, dass halt du das mal. Zeig du, das kannst mal in das die besser, Kamera. Du kannst das besser, ohne dass das reflektiert. Genau. Ist ein Spiel, was ich mir auch genommen hätte, wenn ich es nicht hätte, schon in der Sammlung. Ja. Ist ein sehr geiles Spiel. Ich habe es auch schon mal gezockt. Ja, ein rundenbasiertes Third-Person-Strategie-Rollenspiel, kann man sagen, ne? Ja, Third-Person-Shooter mit Rundenstrategie, so XCOM-Style irgendwie so ein bisschen, ne? Genau, habe ich schon öfter mal Gutes von gehört und ich habe es halt bisher nicht in der Sammlung gehabt und deswegen habe ich mir das rausgepickt. Ja, so ist es. Genau. Das sind unsere Sachen, beziehungsweise deine Sachen. Ich sag jetzt mal unsere Sachen, weil ne, wir sind ja das NDS-Kommando. Das sind unsere Sachen. Vielen Dank an die edlen Geber. Ja. Kann man sagen, der Sachen. Und auch an alle, die jetzt noch kommen, viel Spaß mit der Lootbox auf Wanderschaft. Unsere Box, beziehungsweise von uns geht die Box an die Jungs von Orbit. Ne? Kommandogrüße gehen raus an die Jungs von Orbit. Ja, wir haben den Sebastian von Orbit heute besucht. Ne? Und genau. Haben die Lootbox. Weil der hat einfach mal persönlich vorbeigebracht. Genau, ne? Weil der ist in Dortmund unterwegs, kann man sagen. Ja. Und wir wussten halt, wo er zufälligerweise aufzufinden wäre heute. Wo die Chance am größten ist, genau. Ein wildes Sebastian aufzuspüren. Ja, und da sind wir dahin und haben ihm das in die Hand gedrückt und er war ja sichtlich überrascht, aber auch erfreut. Ja. Und, Und dann sind wir das Ding auch wieder los. Genau. Und wir sparen uns den teuren Versand, weil das Ding echt schwer ist. Freunde, ihr könnt hier oben mal gucken. Ich blende mal so ein bisschen die Playlist ein, wenn ich das kann. Ansonsten noch mal ein anderes Video, vielleicht irgendwie das vom Raketenjansel oder so. Es gibt auch eine Playlist mit all diesen Lootbox auf Wanderschaft Videos, die der Bernie81 wohl macht oder gemacht hat. Da könnt ihr mal reingucken. Schaut auch mal bei den anderen Jungs vorbei. Ne? Wer hat da so mitgemacht? Der Schroff gezockt, Weidemann hat mitgemacht. Der Consolero, Finchi von Finchis Welt und
Mirkus Kosmos. Mirkus Kosmos und hast du nicht gesehen und willst du noch mal gucken? Die haben da alle schon mal reingelangt in die Box, reingegrabbelt. Und Freunde, ja, das war's. Kleines Upgrade. Wir sind dann erstmal raus, würde ich sagen, oder? Ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Nö. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschaußen.